Seit Freitagmorgen brennt diese Autofähre im Mittelmeer vor der Küste der griechischen Insel Korfu. Mehrere Menschen werden noch vermisst, doch nun gibt es eine gute Nachricht. Ein vermisster Passagier wurde lebend gefunden. Laut der griechischen Küstenwache wurde der Mann im Heckbereich entdeckt. Bei den anderen Vermissten handelt es sich demnach um Lkw-Fahrer aus verschiedenen Ländern. Die Euroferry Olympia war auf dem Weg von Griechenland nach Brindisi in Italien gewesen. An Bord befanden sich fast 300 Menschen. Das Feuer brach am frühen Freitagmorgen aus. Die Brandursache ist noch unklar.